Ja, meine Damen und Herren, vor Ihren Rechnern zu Hause, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich möchte mit Ihnen über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich über das Thema Bildung. Und ich habe den Vortrag genannt, wieder die Burnout-Gesellschaft. Wir brauchen eine Neuausrichtung der Bildung. Ich möchte vier Aspekte ansprechen. Erstens, mit welchen Herausforderungen haben wir uns alle auseinanderzusetzen, wenn wir nicht scheitern wollen vor uns, vor der Welt, vor der Zukunft? Zweitens, was sind in diesem Kontext Zukunftskompetenzen oder Zukunftshaltungen? Drittens, es geht dann um einen Paradigmenwechsel. Und viertens möchte ich Sie noch ein bisschen inspirieren, was alles möglich ist, wenn man Bildung und Schule neu denkt. Wir leben in einem Leitbild, das heißt höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr in Konkurrenz gegeneinander. Dieses ist nicht zukunftsfähig, das merken wir, weil wir in existenzielle Krisen gekommen sind. Die Klimakrise, dramatisch. Wir überschreiten Kipppunkte im Erdsystem, wenn die einmal überschritten sind, ist es nicht mehr rückgängig zu machen. Wir befinden uns im sechsten großen Massensterben, 1 Million Arten sind betroffen. Alle 13 Minuten vernichten wir eine Art. Und das wissen wir schon seit 30 Jahren und machen munter weiter. In jeder Minute verhungern 11 Kinder, das sind 700 Kinder in einer Stunde. Und in Deutschland werden in einer Stunde 18 Tonnen genießbare Lebensmittel weggeworfen. Der Planet brennt aktuell an allen Ecken und Enden. Wir befinden uns in drei Krisen, der ökologischen Krise, der sozialen Krise, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander und in der Sinnkrise. Zum Glück in der Sinnkrise, die Leute merken, dass dieses auf Materialismus ausgerichtete und im Optimierungswahn gestaltete Leben nicht befriedigt. Es gibt noch einen wichtigen Tag, das ist der Earth Overshoot Day. Wir entnehmen ja der Erde Ressourcen und geben auch einen Teil wieder zurück. Wir entnehmen aber mehr, als wir zurückgeben. Und der Tag ist dann der Tag, an dem die Balance erreicht ist und wir nur noch auf Kosten der Zukunft leben. Der lag im 1970 im Dezember. Jetzt liegt er Ende Juli. Und wenn wir uns anschauen, wo der in Deutschland liegt, dann sehen wir, in Deutschland ist der Overshoot Day Anfang Mai. Und wenn alle so leben würden wie wir, bräuchten wir mehr als drei Planeten. Wir haben aber nur einen und auch keinen Planeten B. Jetzt gehen zum Glück unsere Kinder auf die Straße und immer mehr Erwachsene schließen sich an. Wir hatten ja erst am Freitag die zweite große Klimademo unter Corona-Bedingungen. Was jetzt ansteht, nennt man die große Transformation. Also mal einmal ganz einfach ausgedrückt, von drei Erden auf eine zu kommen oder aber zu lernen, nachhaltig und zukunftsfähig zu leben. Und das ist nicht nur durch Technik zu ermöglichen, sondern es erfordert neue Haltungen, neue Leitbilder. Wir müssen vom Ego in die Kraft des Wir kommen. Und ich nenne mal ein paar neue Leitbilder: Zeitwohlstand statt Güterreichtum, Teilen statt Besitzen, Gemeinwohlorientierung statt Profitmaximierung und Ähnliches. Eine so große gesellschaftliche Transformation braucht immer auch eine Transformation des Bildungssystems. Bildung spielt dabei eine ganz zentrale Rolle. Und dann stellt sich die Frage, welche Haltung und Kompetenzen brauchen denn jetzt die Menschen und vor allen Dingen jetzt auch die jungen Menschen, die aufwachsen, um diese große Transformation tatsächlich auch bewältigen zu können. Das eine ist der Umgang mit Unsicherheit, disruptiven Veränderungen und Komplexität. Ja, da sind wir jetzt mal ganz kurz durch Corona reingeschmissen worden und erleben ja, wie viele Menschen in Angst gehen, wie viele Menschen da gar nicht mit umgehen können. Das vierte sind die berühmten 4 Ks: Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation. Und ganz wichtig an Haltung, nicht abdriften in die Depression und Fatalismus, sondern Lösungsorientierung, Empathie, Solidarität und Mut.
Wir müssen lernen, zusammenzuleben, achtsam und in Fürsorge, miteinander und nicht gegeneinander. Und wir müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen, die dreifache Verantwortung, Verantwortung für mich, für andere und für unseren Planeten. Denn diese drei großen Krisen, die ich vorhin genannt habe, die sind Ausdruck einer zunehmenden Entfremdung zwischen Mensch und Natur, Mensch und Mensch und ihm selbst. Und dann müssen wir natürlich auch noch den Mut haben und die Skills und die Erfahrung zu handeln. Viele Menschen fehlt es an Mut. Was wirklich zählt, das wissen wir ja auch aus der Gesundheitsförderung, das ist Wertschätzung, Beziehung, Verantwortung, Partizipation und Sinn. Menschen brauchen Anerkennung, Gemeinschaft, Autonomie und Freiheit und Aufgaben, an denen sie wachsen können. Und wenn wir jetzt einmal einen Metablick auf das System Schule schicken oder uns die Schule unter diesem Metablick anschauen, dann sehen wir, wie weit entfernt Schule von diesen Werten entfernt ist. Ich spreche immer über das System, nicht über einen einzelnen Lehrer, eine einzelne Lehrerin. Die geben nämlich alles, was sie können. Denn auch die Schule folgt diesem Höher, schneller, weiter und diesem Effizienz- und Optimierungswahn. Und da heißt es dann schneller, effizienter, Bestnote in Konkurrenz gegeneinander. Keiner will das, aber das System ist so gebaut. Permanent schreibt man Arbeiten, permanent vergleichen sich die Kinder, permanent wird kontrolliert. Und wenn ich einmal die salutogenetischen Grundfaktoren nehme, Verstehbarkeit, Partizipation und Sinn, dann sieht man, dass Schule genau das Gegenteil macht, also in strukturellen Paradoxien lebt. Wir haben statt Verstehbarkeit, vor allen Dingen Verstehbarkeit von Systemen, darum geht es ja heute, eine Zerstückelung in Häppchen, in 45 Minuten Häppchen oft noch. Deutsch, Englisch, Mathe, Ethik, Sport, Chemie. Einmal zappen durchs Programm, wenn man es mal ganz klar sehen will. So lernt man gar nicht und das überhaupt auch nicht bezogen auf Beziehung, auf den Einzelnen, auf Individualität. Statt Partizipation auf der Ebene Unterricht erleben Kinder Fremdbestimmung, ständige Kontrolle, ständige Bewertung. Wir Erwachsenen würden das gar nicht aushalten. Und von Sinn kann nicht die Rede sein. Ganz viel Zeit wird damit verbracht, Arbeitsblätter auszufüllen, deren Lösung im Lehrerhandbuch steht. Und so lernt man auch nicht, mit Unsicherheit und Veränderung umzugehen. Der heimliche Lehrplan, das ist die gelebte Kultur, der ist ausgerichtet auf Stofferfüllung statt der Mensch im Mittelpunkt, auf Kontrolle statt Vertrauen, für Kreativität, die ja so wichtig ist, damit wir die Lösungen finden und damit wir schöpferisch sind. Wir schöpfen ja noch gar nicht unsere schöpferische Kraft aus. Darin liegt ja die Zukunft, ist keine Zeit. Und im System herrscht große Angst, auf allen Ebenen. Kinder sollen Standards erfüllen, werden normiert und zu Objekten von Erwartungen gemacht und damit entmündigt. Noten und Standards töten das Potenzial der Kreativität. Und immer mehr Menschen werden krank und wir haben Kinder mit 9 Jahren im Burnout. Immer mehr Kinder mit 9 Jahren im Burnout. Die Ursache ist verinnerlichter Leistungsanspruch. Die Kinder haben das Gefühl, ich kann den Erwartungen meiner Eltern und meinem Umfeld nicht mehr entsprechen. Und was sagen die Erwachsenen? Wir brauchen mehr Psychologen. Nein, wir müssen uns mal überlegen, warum werden eigentlich diese Kinder krank? Kinder sind Seismographen der Gesellschaft. Kinder haben eine ganz hohe Sensibilität. Ja. Die jungen Menschen werden immer durch Noten und Bewertung und Arbeiten und Test unter Druck gesetzt. Und das fördert natürlich die Noten und der Vergleich, Konkurrenz und Vergleich. Und das gilt es ja zu überwinden, wie ich vorhin gezeigt habe, für die große Transformation. Menschen, die Erfüllergeist und Fremdbestimmung erlebt haben, haben oft Angst vor Unsicherheit und Veränderung.
Was braucht Lernen? Lernen braucht Bedeutsamkeit, Begeisterung. Lernen braucht Begeisterung, Begeisterung braucht Bedeutsamkeit und Bedeutsamkeit braucht Sinn. Ja, und wenn man sich das jetzt so anschaut, diesen Metablick auf System mit den Werten und worauf wir die Kinder fokussieren und ausrichten, dann sieht man, dass es tatsächlich einen Paradigmenwechsel braucht und nicht Optimierung im alten System. Was wir jahrelang gemacht haben, die Schule so belassen, wie sie ist und dann ein paar Optimierungen eingebaut. Wir müssen neu denken. Und dazu braucht es einen Systemwechsel und eine Vision. Und diesen Systemwechsel braucht es ja auch gesellschaftlich. Und die gesellschaftliche Vision, die gibt es. Das sind nämlich die SDGs, die Sustainable Development Goals. Ja, und die wurden ja, die heißen auch Agenda 2030, weil sie bis 2030 weitgehend erreicht sein sollen. Und die gesamte Weltgemeinschaft hat sich vor fast genau 5 Jahren, letzten Freitag vor 5 Jahren, am 25. September 2015, darauf committed, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung, dahin müssen wir gehen. Mehr Gerechtigkeit, Armut im Museum, Klimawandel reguliert, die Natur schützen und heilen. Und ganz wichtig, im Zentrum, und da sind sich alle einig, und deswegen gibt es dafür auch ein extra Goal, steht die Bildung. Quality Education, nicht Quantity Education, Quality, inklusive hochwertige Bildung, die Kinder mit den Haltungen und Kompetenzen ausstattet, dass sie an sich glauben, dass sie Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, dass sie lernen, die Welt zu verändern. Die UNESCO, das ist die Bildungs- und Kulturabteilung der UNO, hat 2015 im Kontext der Global Goals das sogenannte Weltaktionsprogramm verabschiedet und spricht von dem Paradigmenwechsel, also der heimliche Lehrplan einmal auf den Kopf gestellt und umgedreht. Und schon vor 25 Jahren hat die UNESCO eine Neuorientierung des Lernens, des Curriculums empfohlen auf den 4 Säulen. Lernen, Wissen zu erwerben, ist genauso wichtig wie das Zusammenleben lernen. Das ist genauso wichtig wie Handeln lernen. Das ist genauso wichtig wie Lernen zu sein. Also wer bin ich eigentlich? Welche Gaben bringe ich mit? Was braucht die Welt? Wie kann ich meine Gaben mit den Herausforderungen der Zukunft matchen und in sinnstiftendes Handeln gehen? Dann bleiben Menschen gesund, dann brauchen sie auch keine, das ist die Primärprävention eigentlich. Ich bin ja hier auf einem Präventionskongress. Systeme zu schaffen, die die Menschen sich selber erschaffen, dass es ihnen darin gut geht und dass sie nicht Opfer der Umstände sind. Interessanterweise, ich sage das hier, weil es völlig unbekannt ist, hat Deutschland dieses Weltaktionsprogramm genommen und es in einen nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung umgewandelt. 350 hochrangige Menschen waren damit befasst, 1,5 Jahre, und es ist gar nicht bekannt. Es geht um Gestaltungskompetenz und der Sinn von Bildung heute ist laut UNESCO und auch laut dem Aktionsplan, lernen, die Welt zu verändern. Lernen, sich selbst und die Gesellschaft zu transformieren. In der Presse wird darüber gar nicht berichtet. Die Digitalisierung überschattet alles. Digitalisierung ist wichtig. Wir leben ja auch in einer zweiten Transformation der digitalen. Aber die Digitalisierung ist ein Diener der Nachhaltigkeit. Ja, jetzt komme ich zu einigen Inspirationen. Also eine Inspiration, die Hoffnung machen kann, ist ja, schon finde ich, es gibt einen nationalen Aktionsplan. Wir werden alle aufgerufen zu Visionen, Gestaltungsmut und Handeln. Also Bildung hat den Auftrag. Alle Kultusminister haben den unterschrieben, den nationalen Aktionsplan. Lasst uns jetzt mal Bildung neu denken. Das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer, weil wir so im Kasten sind, so funktionalisiert und so auch manchmal in Haltung, ja, mir hat es ja auch nicht geschadet, und den Schmerz verdrängt, dass wir oft gar nicht darüber hinausdenken können. Ich sage mal ein paar Beispiele, wie man sofort Bildung umgestalten kann. Und das sind auch alles Beispiele, die es schon gibt. Also Inspiration. Es
gibt etliche Schulen, Montessori-Schulen machen das schon seit 150 Jahren. Da lernen die Schüler selbst organisiert, selbstbestimmt, in Jahrgangsmischung, helfen sich gegenseitig und bestimmen auch den Test selber, wann will ich mein Thema abschließen, der ganze Druck, der Vergleich, ist alles aus dem System genommen. Sie bekommen statt Noten wertschätzendes Feedback und Rückmeldungen. Die begleitenden Erwachsenen, also die LehrerInnen, haben neue Rollen. Sie sind LernprozessbegleiterInnen und, ach so, ich bin falsch gegangen, LernprozessbegleiterInnen und kriegen auch Zeit, um sich mit einer Gruppe von SchülerInnen, die ihnen anvertraut sind, die sie begleiten bei diesem selbstorganisierten, selbstständigen Lernen, kriegen sie Zeit zum Coachen. Regelmäßiges Coachen, begleiten, die anderen brauchen mehr, die anderen brauchen weniger. Die Menschen sind eben unterschiedlich. Das ist ein Teil. Lernen, selbstorganisiert zu lernen, sich Wissen anzueignen, auf eigenen Wegen auch lernen können, mit unterschiedlichen Materialien und sie nicht im Gleichschrittmarsch den Test schreiben, der Paradigmenwechsel wäre von du sollst zu ich kann. Kinder haben dann, verlieren die Angst, glauben an sich, machen immer mehr Schritte in die Richtung. Und jetzt unter Corona hat sich gezeigt, dass genau die Schulen, die sowas schon machen, natürlich überhaupt kein Problem haben mit Distanzlernen. Wichtig ist aber auch, im Leben zu lernen. Wie lerne ich denn Verantwortung? Also da bei dem selbstbestimmten Lernen übernehme ich Verantwortung für mich und mein Lernen und helfe auch anderen. Aber es geht ja auch um die Gesellschaft. Und deswegen gibt es ein Schulfach, ich sage es mal in Anführungsstrichen, das wurde schon vor 21 Jahren in meiner Schule, also ich komme aus dem Schulbereich, war lange Schulleiterin und habe schon in Essen, bevor ich in Berlin war, eine ungewöhnliche Schule aufgebaut, eine staatliche Schule im sozialen Brennpunkt. Da haben die Kinder, 11-jährige Kinder, das Schulfach Verantwortung erfunden. Verantwortung, wir gehen in die Kommune, in die Gemeinde, sie kriegen Zeit geschenkt, 2 Stunden jede Woche und suchen sich eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das kann sein, vorlesen, naturwissenschaftliche Versuche im Kindergarten oder in der Grundschule machen, was Kreatives tun mit Kindern, sich um alte Menschen kümmern oder auch Computer- oder Handykurse zu geben, sich um Flüchtlinge zu kümmern, sich ökologisch zu engagieren. Das Feld ist ganz weit und die Kinder erleben, ich bin wichtig, ich zähle, auf mich kommt es an, die Menschen freuen sich, wenn ich komme. Und dann freuen sich eben auch die Kinder, wenn sie erleben, wie selbstwirksam sie sein können. Das ist zum Beispiel ein Bereich, der schon inzwischen in, ich glaube, an die 400 Schulen in Deutschland eingezogen ist. Verantwortung, Zutrauen und Zumuten und damit Kinder stärken, an sie glauben. Ein ganz wunderbares Fach ist Herausforderung, auch wieder im Leben. Da lernst du nämlich, mit Unsicherheit und disruptiven Veränderungen umzugehen. Herausforderung heißt nichts anderes als, die Jugendlichen, die jungen Menschen bekommen Zeit geschenkt, an manchen Schulen 3 Wochen. An meiner Schule in Berlin 3x3 Wochen, wenn sie 13, 14 und 15 sind. Und dann gehen sie hinaus in die Welt und müssen überleben mit 150 Euro. Das sind 5 Euro pro Tag für alles. Also wenn man irgendwo mit dem Zug hinfährt oder so etwas. Alles inbegriffen. Beliebte Herausforderungen sind, auf dem Wasser sich zu bewegen, zu Fuß zu wandern oder mit dem Fahrrad. Aber auch auf einen Biobauernhof zu gehen oder ins Kloster. Alles ist möglich. Ich zeige einfach mal ein paar Bilder. Wichtig ist, auch gerade um sich mit der Natur wieder anzufreunden, um in Beziehung zu gehen mit der Natur, sie sind immer draußen. Und sie müssen verzichten auf den alltäglichen Komfort. Es gibt eben nicht einen Kühlschrank, den du mal eben aufmachst und der gefüllt ist. Du hast nicht immer eine warme Dusche, nicht immer eine Toilette. Und
Ja, dann wäschst du dir deine Haare im Fluss. Ich habe gelernt, mit biologischer Kernseife stehen die Haare dann hinterher ab mit kaltem Wasser. Ja, sie trauen sich Sachen zu, die die Eltern vielleicht gar nicht zulassen würden. Und hinterher sind sie am Ziel und so stolz und so in ihrer Persönlichkeit entwickelt, was in Schule am Tisch überhaupt gar nicht möglich wäre. Sie müssen sich vorstellen, mitten in der Pubertät, wenn du 13, 14, 15 bist, ganz eng mit einer Gruppe, du kannst nicht abhauen, wenn es Streit ist. Da lernst du natürlich im Team zu arbeiten. Und sie lernen natürlich auch, dass das Leben nicht nach Plan läuft. Die Herausforderung wird immer so geplant, wo gehen wir hin? Aber da braucht nur mal was dazwischen zu kommen und dann ist der Plan dahin. Ja, und sie erleben, wow, dann planen wir neu, wir haben ganz viel in uns, ganz viel Potenzial und zusammen schaffen wir das. Sich mit Fremdem und Fremden anfreunden. Auch eine ganz wesentliche Kompetenz und Haltung kommt dann da ja raus, nämlich Diversity schätzen und keine Angst vor Fremden zu haben. Ganz wichtiges Ziel. Das lernst du da auch, denn mit 5 € pro Tag kannst du dir keinen Zeltplatz und keine Jugendherberge leisten. Du musst irgendwo anklopfen. Hallo, können wir bei Ihnen im Garten schlafen? Und es entspinnen sich die tollsten Gespräche. Die Menschen sagen, so was macht ihr in eurer Schule? Auf so eine Schule möchte ich auch noch mal gehen. Ja, und bei der ersten Herausforderung kommen die Kinder zurück und sagen, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Schon dafür lohnt sich Herausforderung. Ja, du lernst natürlich auch Umgang mit Unsicherheit. Du weißt ja nie, ob du abends, wo du schläfst, ob du was findest. Du lernst Unternehmensgeist und Risikobereitschaft. Und du erlebst Scheitern, das, was wir immer sagen. Scheitern ist doch toll. Scheitern ist die beste Lernquelle. Ist in der Schule ja nie, dass da gerne gescheitert wird. Mein Bild weg. So, hab schon. Das lernst du auch auf Herausforderungen. Wer sich jetzt erschreckt und denkt, 13-Jährige ganz alleine, dem sage ich zur Beruhigung, es geht immer ein Mensch mit, der über 18 ist. Dazu haben die Schulen die Herausforderung machen, inzwischen an die 50, Kooperation mit Universitäten und nehmen. So Wackelkontakt. Was? Wieder auf Präsentation. Ach so. Wir haben gerade ein technisches Problem. Geht's jetzt? Nicht. Zu lernen, wie ein Team tickt und ja, wie man Lösungen findet bei Problemen. Das ist Herausforderung. Auch ein wichtiges Modul, wenn man sich fragt, wie lernt man mit Unsicherheit und disruptiven Veränderungen umzugehen? Wie stärken wir die Persönlichkeit junger Menschen? Wie führen wir sie zu Resilienz? Dann kann das ja nicht sein, ich sitze am Tisch und fülle Blätter aus. Ne? Dann kommen solche Formate ins Spiel. Da kann man sich ja noch viel überlegen, wie das sonst noch aussehen könnte. Und jetzt möchte ich noch eine dritte Inspiration mitgeben. Das ist der Friday. Am Friday, oder ich sage nochmal, der Sinn von Schule heute ist, laut UNESCO und laut nationalem Aktionsplan, Lernen die Welt zu verändern. Dafür brauchst du doch Freiräume. Und im nationalen Aktionsplan steht auch, in allen Bildungssettings sind unverzweckte Freiräume strukturell zu verankern. Ja, was machst du mit so einem vagen Satz? Da haben wir von Schule im Aufbruch jetzt den Friday rausgemacht. Ein Tag in der Woche mit mindestens 4 Stunden stellt das Leben die Fragen. Und die Kinder und Jugendlichen mit ihren Fragen nehmen sich den Themen an, mit denen sie sich befassen wollen, eignen sich Wissen an. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das wird auch unterstützt über eine Website und Material. Und überlegen dann, wie sie ins Handeln kommen und Lösungen finden. In der Schule, aber auch in ihrer Gemeinde. Sie setzen direkt die Projekte um
Und der Friday fördert zentrale Zukunftskompetenzen und macht Schülerinnen zu Gestalterinnen der Welt. Sie sind nicht mehr Opfer der Umstände, sondern sie werden zu ZukunftsgestalterInnen. Ich sage mal einfach ein paar Beispiele. Sie können sich mit Plastik befassen, das interessiert viele junge Menschen. Sie werden Energieberater, sie gründen Klimarat an der Schule und organisieren eine Klimawoche in ihrer Stadt und machen die Schule vielleicht klimaneutral, gehen immer weitere Schritte dazu. Sie pflanzen Bäume. Wir haben in Deutschland circa 11 Millionen SchülerInnen. Wenn jede und jeder 10 Bäume pflanzen würde, ein kleiner Setzling kostet so ungefähr 1 Euro, dann wären das 110 Millionen Bäume. Die Schule ist das größte Unternehmen der Republik. Schule kann gesellschaftsbildende Kraft haben. Wir nutzen das überhaupt nicht. Wir sperren die da ein in Räume, machen die Tür zu und dann sollen sie irgendwas lernen und Tests schreiben. Also zeigen wir, welche Kraft diese jungen Menschen haben können und eröffnen wir die Räume. Es gibt ja die Initiative Plan for the Planet mit Felix Finkbeiner. Die Kinder der Welt haben ja schon 13 Milliarden Bäume gepflanzt. Der Friday ist auch wichtig, dass vor allen Dingen jüngere Kinder raus können, auf den Acker, in die Natur, sich wieder verbinden mit den Schätzen der Natur. Naturerlebnisse wirken heilsam. Wenn Kinder regelmäßig in der Natur sind, sind sie kreativer, gesünder und widerstandsfähiger und auch fröhlicher. Darüber wird überhaupt nicht geredet. Das ist so ein verschwiegenes Thema. Sie können Humusbotschafter werden, das ist auch ein Thema, wo kaum einer sich auskennt. Wenn wir nur 4/1000 der Fläche, der landwirtschaftlichen Fläche, die ja oft jetzt auch verödet ist, wieder aufbauen mit Humus. Wir können ja sogar aus Wüste blühende Landschaften machen. Wir wissen ja, wie das geht heute schon. Dann könnte dadurch mit nur 4/1000 das derzeitige Wachstum der globalen CO2-Emissionen in der Atmosphäre vollständig kompensiert werden. Sie können aber auch die Kinder anderen Kindern helfen. Sie können dafür sorgen, dass Kinder im sozialen Brennpunkt können, ihnen beim Lernen helfen können. Dafür sorgen, dass jedes Kind in meiner Stadt ein gesundes Frühstück hat und. Es ist ganz irre, auf welche Ideen Kinder auch kommen. Das gibt es nämlich alles schon, aber nur vereinzelt. Und der Friday soll für alle sein und gibt allen die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Es gibt eine Website, friday-day.org. Da gibt es digitale Fortbildung. Wir haben schon viele, viele Interessierte und wollen so eine richtig große Bewegung aus dem Friday machen, denn der hat hohes Transformationspotenzial, weil Lehrerinnen und Lehrer gezwungen sind, loszulassen. Die Fragen kommen denn von den Schülern. Man kann den Friday nicht planen, nicht vorausplanen. Und wenn eine ganze Schule den Friday macht, dann kann auch nach Corona, können sich Jugendliche oder die Kinder in Leidenschaftsgruppen zusammenfinden und ihr Thema mit Begeisterung voranbringen. Ja, und die Expertise, die du brauchst, die ist ja da, um die Schule herum. Die NGOs, der Imker, der Biobauer, die Unternehmen mit ihren neuen agilen Methoden auch, die Künstler und so weiter. Aber die kommen ja in die normale Schule nicht rein. Sag mal einem Künstler, sie können montags von 10 bis 10:45 Uhr kommen. Dann sind wir kreativ. Aber mit dem Friday, mit einem Block von 4 Stunden jede Woche, ist natürlich die Möglichkeit, diese Bildungslandschaft aufzubauen. Da unterstützen wir auch möglich. Und der ganze Elternschatz kann auch in den Friday fließen. Die ganzen Verbindungen und auch was die Eltern alles wissen können und so weiter, können die alle mit in den Friday bringen. Da geht es eben um Wissen, Können, Wollen aus dem Herzen heraus und umsetzen ins Handeln. Ein letzter Punkt, Hoffnung. Wir haben in unserer Gesellschaft ein Wissensdefizit. Wir haben ein noch größeres Umsetzungsdefizit. Aber das größte Defizit ist das Hoffnungsdefizit. 75% der Menschen in Deutschland sind zukunftspessimistisch. 50%
der jungen Menschen, der SchülerInnen, sind zwar nachhaltigkeitsaffin, aber desillusioniert, bei den Lehrern auch. Und wer nicht mehr glaubt, dass etwas eintritt, verändert auch nicht sein Verhalten, was ja jetzt notwendig ist, dass wir einfach ein neues Verhalten ausprobieren und schauen, wie können wir diese Welt nachhaltig gestalten, mit Freude und schöpferischer Kraft alle zusammen. Wie bekommt uns diese Studie, die ist überschrieben mit Hoffnung, der schlafende Riese. Das zeigt ja, da schläft ein Riese. Wenn wir den erwecken, das heißt, wenn wir das größte Defizit zum größten Hebel machen, hat das eine unglaubliche Kraft, eine Riesenkraft. Wie kommt man an Hoffnung? Durch Good News. Es gibt ja total viele tolle Sachen, da erfahren wir nicht von über die normalen Medien, die geben uns die Bad News. Durch Vorbilder und durch eigene Erfahrung von Selbstwirksamkeit. I'm a Changemaker. Ich kann die Welt verändern. Wow. Und gemeinsam mit anderen schaffen wir noch mehr. Ja, und so finde ich, ist der Friday ein ganz tolles Modul, ein ganz tolles Lernmodul, was jede Schule einführen könnte, schon nächstes Jahr oder schon nächstes Halbjahr. Und wer die 4 Stunden nicht findet, sollte seine Schule schließen. Ja, und durch den Friday werden Schulen zu Werkstätten, Wirkstätten und Tatorten für weltverantwortliches Handeln. Welch tolle Vision, da gehen wir doch alle mit Freude hin in solch einen Ort. Wir müssen auch das Wort Schule abschaffen, Bildungslandschaft. Wer bin ich eigentlich? Ich war 39 Jahre im Schuldienst, 25 Jahre in Leitung, habe 2 Schulen aufgebaut, die ganz anders sind, eine öffentliche und eine in freier Trägerschaft. Und habe 2012 die Initiative Schule im Aufbruch gegründet, gemeinsam mit Gerald Hüther und Stefan Breidenbach, um eine Bottom-up-Bewegung zu unterstützen, also die von unten kommen muss, aber von oben am bestenfalls gestützt ist. Die heißt Schule im Aufbruch. Wir inspirieren, ermutigen, unterstützen, vernetzen und alle können voneinander lernen. Die große Transformation erfordert einen kulturellen Wandel in Menschenbild und Haltung. Menschen mit Selbstwirksamkeitserfahrung und selbstwirksam und Resilienz und Ambiguitätstoleranz, die eigene Verantwortung tragen können, sind in der Lage, mit Komplexität und Veränderung umzugehen. Wer Augenhöhe und Wertschätzung selbst erlebt hat, ist auch in der Lage, in wertschätzende Beziehung zu gehen. Und wer erlebt hat, dass das Beste im Team zu geben erfüllender ist, als besser sein zu wollen als andere oder besser sein zu müssen, wird andere nicht zu Objekten seiner Erwartungen machen. Und wenn wir 2030 diese neue Kultur haben wollen, in Schule, Zivilgesellschaft, Arbeitswelt und so weiter, müssen wir jetzt handeln. Und um Schule zu verändern, manche sagen, schools change slower than churches, müssen jetzt sich alle da einklinken mit ihren Ideen und alle, die schon an einer Veränderung von Schule arbeiten, müssen sich auch zusammentun und eine große Kraft werden. Denn die Sehnsucht nach einer neuen Schule ist sehr groß, aber die Bilder fehlen. Ich ende mit einem Zitat von Viktor Frankl. Das große Heilmittel für die seelische Not dieser Zeit ist das Vertrauen. Vertrauen zum anderen, aber auch Selbstvertrauen. Und dazu brauchen wir nicht so sehr Programme, Mobbing, Prävention und was weiß ich alles, sondern eine neue Menschlichkeit. Haben Sie den Mut für diese neue Menschlichkeit? Haben Sie auch den Mut, in Ungewissheit zu gehen und auch mal zu scheitern? Bis 2030 sind es noch 3380 Tage, sich jetzt zurücklehnen und zu denken, ja, kommt schon, machen wir schon, wir haben ja noch Zeit. Nein, jetzt. Dankeschön.